So, weil ich jetzt die Aufnahme starten wollte. Wir sind nur noch 5 Leute. Das wird heute auch der letzte Stream sein von dieser Civilization-Runde. Also egal, was passieren wird. Wir versuchen das alles zu einem Ende zu bringen. Todesritter ist leider raus. Der muss sich familiär um Sachen kümmern. Ehrenmann halt. Und Schwarze Marken hat auch, sage ich mal, aufgegeben mit den Skeeten. Und hat gesagt, er macht nicht mehr mit. Ich scheiße das Spiel. Ich habe es gerade einmal allen gesagt, die sollen still sein. Und jetzt könnt ihr wieder über Anime reden. Ja, natürlich kannst du halt nicht hier das über 3 Staffeln ziehen, aber das, ich fand das Ende der ersten Staffel auch ein bisschen zu abrupt. Weißt du, so, oh ja, alles geklärt, hat sich alles aufgeteilt. Friede, Freude, ja. Das war halt, weil die sich an die Mangas gerichtet haben und immer abschließen wollen, kapitelweise, weißt du? Ja, verstehe ich ja auch. Wir kämpfen um Technologie. Die Kultur nachfolgenden Staffeln sind halt so ein bisschen. Nee. Naja, ah, ich weiß, was du meinst. Ist halt so ein bisschen, ist aber auch Geschmackssache, ne? Wenn man halt auf diese Underdog-Geschichten steht, so wie ich, dann ist das sowieso. Ich fand das Problem halt zum Beispiel bei der ersten Staffel, da wurden viele Sachen einfach gar nicht erklärt. Da hat er auf einmal das gemacht und der hat auf einmal das gemacht und man wusste gar nicht, also so gar einfach aus dem Nichts gegriffen. Wenn man den Manga gelesen hat, wusste man das. Ja, das kann sein, keine Ahnung. Muss ich erstmal gucken. Ist ja jetzt wieder eine Woche her. Und ich finde, ja, es ist immer schwieriger, in ein schon länger bestehendes Spiel wieder so kopfmäßig einzusteigen. Das habe ich aber auch bei Civ, wenn ich alleine spiele. Ich finde, wenn du halt in eine Partie bist, die am Laufen ist, ne? Ja. Das finde ich bei Civ immer super. Complicated. Vor allem, weil ich gerade noch meine Partie privat gespielt habe, die Tage. Okay. Wo ich in etwa so weit bin wie hier. Ja, dann ist natürlich eine hohe Chance, dass man durcheinander kommt. Da bin ich aber Griechenland. Bist du genauso arm? Nee, ich generiere da irgendwie 1000 Gold die Runde. Das ist ein bisschen komisch für Griechenland. Ich habe auch viel Wirtschaft gemacht. Aber habe halt auch viel Krieg gemacht. Die leben ja von den Heurikas bei Erobern von Städten. Ich kann übrigens diese Runde gar nichts machen, weil mir steht einfach nur unten, dass ich auf euch warten soll. Atomwaffen lösen nicht alle Probleme. Das ist klar. Aber schon einige. Aber thermonukleare. Die lösen mehr Probleme. Wir sind 5 Leute, richtig? Ja. Ja. Das heißt, 3 Leute auf eurem Kontinent und 2 auf meinem. Hä? Was? Nee, 3 auf unserem und 2 auf dem anderen. Ach, hier unten ist ja auch noch einer. Richtig. Ja. Weil wir waren mal 5, aber da haben sich 2 verabschiedet. Und Arkta müsste ja eigentlich gegen Portugal kämpfen. Eigentlich ja, aber das hat Arkta auch schon letztes Mal nicht gemacht, also wird das diesmal auch nicht machen. Nee, Arkta will keine Spielrelevanz zeigen. Er möchte einfach nicht. Willst du ihn jetzt aufhetzen gegen mich? Ich hetze hier niemanden auf. Ich sag nur, was richtig wäre. Stellvertreterkrieg zwischen den Großmächten. Angeblich warte ich gerade auf Arkta. Mit Atom-U-Booten an meiner Küste rumzufahren ist übrigens nicht defensiv, ne? Das ist zur Sicherheit. Und die Stadt ist unabhängig geworden letztes Mal noch? Nö. Doch, oben rechts bei euch auf dem Kontinent. Namens Sauron. Ach so, ja. Ja, bin im dunklen Zeitalter. Ich weiß nicht, bei mir steht zwar oben, ihr seid an der Reihe, aber ich kann nicht auf fertig drücken oder so. Ja, jeder muss einmal. Also ich warte jetzt auf Arkta. Ist das wahr oder? Ich auch. Ja, das ist noch richtig.
Gut. Okay, ja, gewöhnlich schon mal dran. Also die ganze Zeit so weitergehen, bis wir heute hier fertig sind. Das war letztes Mal auch schon so. Gen Ende. Nein, er muss sich doch auch jetzt erstmal einfinden. Die erste Runde kann doch dauern. Lass doch, ist alles gut. Ja, alles gut. Was müsst ihr denn machen? Die ganzen Produktionen sind doch noch von letzter Runde drin. Ja, ich durfte auch nichts ändern. Wir haben doch letztes Mal nur die Runde beendet und die nächste noch. Ja, wir haben bei der nächsten Runde doch gar nichts gemacht. Wir haben doch gesagt, machen wir nicht. So. Also wir fangen die Runde an und lassen die aber und werden auch nichts bewegen oder sonst irgendwas. Exaktamente. Das war die Ölgeschichte. Wie viel Anti-Air braucht man denn so? Alles. Schwer zu sagen. Ich habe tatsächlich noch nie eine Nuke abgeschossen. Aber ja, das noch nie getroffen, oder? Nee, empfangen. Und dann mit der Luftabwehr. Um Menschen zusammenzubringen. Ich wusste nur, dass das bei Flugzeugen funktioniert, aber nicht auch bei der Nuke an sich. Die Nuke kann Langstreckenraketenabwehr. Moment, nicht die Nuke, sondern Luftabwehr. Kannst aber U-Boot nehmen. Mit dem U-Boot kannst du das Ding auch kilometerweit schießen. Ja, nee, darum ging es nicht, sondern dass man die abschießen kann. Also ja. Verteidigend. Ja, aber da, wo die hinfliegen soll, oder ein Feld daneben, weiß ich nicht. Oder nur genau der Feld. Irgendwie sowas. Ich glaube, die Flugabwehr hat genauso einen Abwehrradius, wie die Atombombe einen Zerstörungsradius hat. Also ein Feld um den Einschlag, beziehungsweise um die Einheit drumherum. So, als ob ich jetzt noch weiß, warum ich genau hier einen Militärpionier gebaut habe. Ist Kanada von euch noch da? Ja, Kanada gibt's noch. Ich bin Kanada. Den gibt's jetzt eigentlich nicht mehr. Ah, okay. Die Phönizier gibt's nicht mehr, den Güten. Blauen gibt's nicht mehr und den Lilanen gibt's nicht mehr. Oh, der Lilan ist aber stark, dass der fehlt, ne? Weil der hat ja Geld gepumpt ohne Ende. Ja, das ist jetzt die KI. Aber der ist doch zuletzt auch untergegangen. Halb. Nee, das ist der Blaue. Nee, das war Corvin. Ja. Vor allem, Arthur und ich können selbst, wenn wir wollten, nicht mal Atomkrieg führen hier, weil wir uns ja nur gegenseitig wegsprengen würden. Das würde uns gegenseitig vernichten. Also das ist jetzt, finde ich, jetzt irgendwie kein richtiges Problem. Na, ja, wenn wir uns gegenseitig die Städte über einen Haufen ballern, bringt uns doch nichts. Richtig. Vor allem nicht nur die Städte, sondern... Aber andere über einen Haufen zu ballern, bringt was, oder was? Wenn sie Sports auf dem Kontinent sind, ja. Wir können ja keinen Kontinentalkrieg führen. Ja, genau. Was willst du in dem Kontinentalkrieg denn leisten? Eine ganze Geld. Menge Artillerie noch rumstehen. Werden dann die Flugzeuge kommen, die kaputt ballern? Was willst du mit Artillerie, wenn wir mit Kampfrobotern kommen? Also... Ja, okay. Du kannst den Feind aufhalten, bis die richtigen Armeen kommen. Ja, also nicht meine. Es ist also nur Proof seine. Ich frag mich, wird ein Sieg erspielt oder wird wirklich auf den Punktesieg hinauslaufen? Nee, wir werden keine 180 Runden heute schaffen, egal wie schnell wir sind. Wenn die drei Großmächte hier nicht irgendwas machen, dann wird das sowieso ein Punktesieg. Naja, entweder gewinnt Proof oder Portugal. Ja, können ja möglicherweise auch noch gewinnen. Der hat sich ja da unten Japan geholt und dann noch. So, das Spiel wartet auf mich. Richtig, Arkta kann doch jetzt nachpushen. Stimmt.
Weshalb? Das, die Leute sagen immer, das ist jetzt total sicher, das stimmt überhaupt nicht. Auf die Punkteliste habe ich jetzt nicht so geguckt. Wäre möglich, dass ich Pascal auf jeden Fall noch einhole ohne Probleme. Jetzt fällt mir wieder ein, was ich machen wollte. Entschuldigung. Knopf drücken. Ich wollte. Gerade ist diese Sache mit. Man geht seine Dinger hier durch. Und obwohl man die Runde beendet hat, kommt dann wieder eine Einheit, die man noch bewegen muss. Ja, das hast du, glaube ich, wenn die ihre Movement nicht ganz aufgebraucht haben. Auch. So. Wobei, vielleicht sollte ich das anders machen. Frage, die ich mir nur jetzt stelle, ist: Lohnt es sich dann nicht jetzt eigentlich, die Bots zu erobern? Wenn du Zeit hast. Also für die Leute, die die Möglichkeit haben, bestimmt. Aber für die Leute, die die Möglichkeit nicht haben, nicht. Ich habe mit allen Bündnissen schön wär's, wenn ich's könnte. Ja. Der einzige, den du sowieso erobern könntest, wäre sowieso nur hier Sküten. Ja, also und halt den Lilanen. Könnt sowohl nach Osten als auch Westen. Aber ich habe mit beiden Allianzen. Tja, kannst du aus Fluch und Segen zugleich, ne? Soll Proofs die sich holen. Hallo? Was denn? Was soll ich denn machen bei den Sküten? Die Sküten sind mit dir verbündet, ich bin mit den Sküten auch verbündet. Was soll denn da passieren? Nichts. Genau das ist doch das Problem. Ach, das ist das andere Problem hier. Mein erster Panzer! Echt? Ich habe gleich die anderen Panzer schon. Es ist scheiße, nicht der Erste zu sein. Dann geht gut. Sag dir der Typ, der Glück mit seiner Nation hat und mit der Map. Das stimmt so nicht. Ich hatte mit meiner Map richtig Pech. Ja, du hast Portugal bekommen und du hast eine Kontinental-Map bekommen. Ja, das schon, aber mein Start war halt Katastrophe. Dann bist du aber ein sehr guter Spieler. Nee, das nicht. Geht es nicht immer darum, einfach das Beste aus deiner Situation zu machen? Richtig. Deshalb, bei mir lief das diesmal auch noch besser, weil ich mit Brasilien schon die eine oder andere Partie auch gespielt habe. Ja gut, mit Portugal habe ich auch schon die eine oder andere gespielt. Ich habe Portugal mal ausprobiert. Bin nicht so begeistert von denen. Weil du damit nicht so klarkommst? Weil sie langweilig sind. Nee, es ist halt eine andere Mechanik. Ja, sag ich ja. Sag ich ja. Du
dieses Händler hin und her schicken und die ganze Zeit darauf achten, dass du nicht überfallen wirst. Ja, das hast du aber nur, wenn du bestimmte Sachen nicht hast. Ja, diesen komischen Stadtstaat, den du da... Hast du den jetzt? War dort jemand anders? Ich weiß nicht, der verhindert, dass deine Einheiten geplündert sind. Den habe ich einfach nicht gekriegt. Ja, oder du hast ein goldenes, bei einem goldenen Zeitalter kannst du es auch auswählen manchmal. Ja, aber so weit war ich noch nicht. Ich habe halt auch mit diesem Modus gespielt, dass Barbaren zu Stadtstaaten werden können. Ja, das ist auch richtig cool, finde ich. Finde ich auch. Habe ich die einfach alle bezahlt, wurden zu Stadtstaaten, habe ich mit denen gehandelt. So muss das. So. Aber es ist schon krass, wie viel Technologie du einfach nur durchs Handeln machen kannst. Ich hatte einfach... Du kannst halt alles pushen darüber. Hätten wir noch den Stadtstaat Kumasi, dann würde ich auch kulturtechnisch durch die Decke schießen, weil die geben dir Kultur pro Ausgangsbezirk mal Strecke oder so. Also da, und dann halt diesen Portugal-Handelsbonus, dann schießt das echt komplett weg. Sturm. Verschwendung. Hier ein Wohnviertel. Aber jetzt müssen wir brauchen. Ja. Jetzt müssen wir doch alle in einem Zeitalter sein, wo wir Atombomben bauen könnten. Nö. Nein. Der hat jetzt Nein gesagt? Kommt drauf an. Also Puff, du hast doch schon welche gebaut. Möglich. Nee, ich weiß das. Woher? Da mich bestimmte Leute vorher noch informiert hatten darüber. War ich das? War es Marv? Ja nee, war nicht Marv. Ach, schade. Ja, aber die Information ist bei mir schon angekommen. Aber ich finde, die normalen Nukes sind echt einfach eine Ressourcenverschwendung. Macht nichts. Ach, glaube ich schon. Knallt trotzdem, ne? Sie sind praktisch, um den Gegner kurzzeitig auszubremsen. Oder auszuradieren. Oder sich selbst auszubremsen. Also, mit dem, Apokalypse-Modus kann man mit diesen Seern seine eigene Wirtschaft einfach so hochpumpen, dass man die innerhalb weniger Runden einfach spammt. Finde ich ganz witzig. Aber die Seher in diesem Apokalypse-Modus sind einfach Katastrophe, finde ich, weil du damit auch einfach diese Vulkane von anderen Leuten die ganze Zeit sabotieren kannst. Kabum. Naja, aber es wäre ja viel effizienter, die für sich selbst zu nutzen. Die werden ja immer teurer. Ne, die verbrauchst du ja nicht dabei. Doch, die haben Ladung. Meines Wissens nach sind die Ladungen nur für diese Events. Wo du Leute opfern musst, oder nicht? Nee. Also wenn du zum Beispiel einen Wald anzünden willst, verbraucht das eine Ladung. Die haben, glaube ich, nur zwei Stück. Klar, ich habe das nicht so oft gemacht. So, fertig. Die Leute in meinem Freundeskreis sind immer ein bisschen abgeneigt zu den, ich sag mal, schwierigeren Modi von Civ. Gibt es eigentlich irgendeine Möglichkeit zu sehen, wie lange eine Allianz noch läuft? Ja. Du gehst auf den Diplomatie-Modus und dann siehst du da unsere Beziehung, Verbündete. Und dann siehst du, da endet in 26 Runden. Alles klar. Das dauert hier ja noch ewig. Möchtest du etwa eine Allianz brechen? Ja, mit der KI, natürlich. Warum soll ich mit einer KI verbündet sein?
Ja. Weil sie dich vielleicht zum Diplomatie-Sieg wählt. Oh. Nee, die KI machen immer absoluten Bullshit, was das angeht. Ich hatte kurz letztens die Hoffnung, dass das vielleicht funktioniert, wenn viele rausgehen, weil ich mit allen verbündet bin, aber drei KIs reichen da, glaube ich, nicht. Zumal wir, glaube ich, nicht mehr so lange spielen. Boah, jetzt braucht zwei davon echt bis zum 12., um meine Handynummer auf mein neues Handy zu übertragen. Jemand hat mir erzählt, das geht innerhalb von 12 Stunden. Aber Taiwendo ist gerade nicht da. Ja, ist doch super. Erst Ewigkeiten auf dein Handy warten müssen und dann das, ne? Ja, ich kann ja viele Sachen trotzdem auf dem neuen Handy schon nutzen. Nein, nein, es ging mir nur darum, weil du dich letztens beschwert hast, dass du ewig warten musstest auf dein Handy. Nein, ich habe kein Uran. So, was mache ich denn jetzt mit dem einen Gouverneur? In die Luft jagen. Einfach verabschieden. Hä? Ich sehe gerade, Corvin hat in seinen Städten da oben, also gehört ja jetzt eh dem Bot, aber der hat einfach gleich in 17 Runden eine Rebellion da. Kann ja sein. Aber durch was? Doch nicht so viel Loyalitätsdruck da, oder? Kann aber gut sein, weil die ganzen Städte von ihm Abgang gemacht haben. Die Landfläche. Hä? Naja, er hat minus 3 pro Runde, steht da gerade bei mir. Na gut, wer weiß, was der Bot auch wieder mit den Städten gemacht hat, ne? YouTube-Videos kann er so schön gucken. Was meinst du, Philly? Wer hat mir jetzt den Stadtstaat neutralisiert? Das finde ich aber nicht so nett. Ich habe gerade einen übernommen. Brauche einen neuen, nachdem ich den anderen integriert habe. Integriert. Ja, aber doch nicht auf unserem Kontinent. Natürlich, ich sehe ja sonst nichts, wenn bei euch was passiert. Ja. Ist das mein Problem? Einer von uns. Wir sind die Borg. Wenn du den jetzt militärisch eroberst, sind dann all meine Gesandten einfach, keine Ahnung, tot? Ja, die werden dann einfach tot, richtig. Dum. Die werden nicht vorher ausgeflogen. Nee, aber sie könnten ja fliehen. Nee, das wohin? Keine Ahnung, in irgendeinen Wald oder so. Oder in irgendeinen Wald. Ja. Das ist Kanada, nicht Frankreich. Wieso sind die alle nach Frankreich geflohen? Wann noch immer? Franzosen sind nur sehr bewandert im Flüchten. Und den Gold verstecken. Aha. Jetzt, wo die AfD wieder so stark ist, verlagern die ihre ganzen Goldreserven schon in den Süden von Frankreich. Echt jetzt? Nein! Obwohl das für mich eine sehr realistische Annahme sein könnte. Das wäre witzig. Also es wäre besorgniserregend. Ich weiß gar nicht, wo Frankreich inzwischen Goldreserven lagert. Stimmt, falls sie welche haben. Deutschland hat auf jeden Fall noch mit die größten Goldreserven, glaube ich, weltweit. Wenn ich mich jetzt noch recht erinnere, kann auch sein, dass ich gerade Unsinn rede.
Ja, ich bin sofort fertig. Hast du Zeit? Schade, dass man hier keine Truppen verleihen kann. Verleihen. Das wäre noch eine Nummer. Ja, also kannst du als Portugal nicht nur Geld verleihen, sondern auch einfach... Du meinst Truppen so wenig wie bei Heu 4. Stellaris, da kann man das auch. Truppen verleihen. Ja. Also einfach, du verkaufst deine Truppen quasi, vermietest die so in der Hinsicht. Jupp. Reden wir jetzt von Hearts of Rohirrim? Iron? Jupp. Generell kannst du bei allen ein paar Spiele machen. Okay, dass das da geht, wusste ich nicht. Geld habe ich denn? Nicht so viel. Brauchst du Geld? Brauchst du Geld? Nö, ich hab. Nee, ich brauche kein Geld. Ich habe nur geguckt. Und darf ich die denn nicht denunzieren? Aber ich noch ewig mit denen befreundet bin. Deshalb, hier in der Partie habe ich eigentlich viel zu wenig Handel. Meine Frage, wenn ein Spieler meinem Stadtstaat einen Krieg erklärt, hat er dann auch Krieg mit mir? Ja. Nein. Oder? Dann wäre es doch... Nein. Es ist so, wenn ich dir Krieg erkläre, dann hat der Stadtstaat mit mir Krieg. Aber wenn ich dem Stadtstaat Krieg erkläre, hat der nicht automatisch, also ziehst du nicht mit in den Krieg. Aber dann könnte ich doch sein Militär kaufen und mich dir in den Weg stellen, oder? Also so wie das Goldstringer gemacht hat, oder wie der heißt. Du meinst einfach nur in den Weg stellen, oder was? Ich glaube, es war Goldsticker. Ja. Stinger. Sticker? Goldi. Goldständer. Ja, also theoretisch kannst du dann einfach Einheiten von dir in den Weg stellen, dass der Gegner dann nicht lang kann, ja. Ich kann mir auch einfach sein Militär holen. Das kannst du natürlich auch machen. Aber das hast du ja auch nur eine begrenzte Zeit. Frankreichs Goldreserven werden in Paris gelagert, wo genau ist nicht bekannt. Viel weniger wie Deutschland auch nicht. Frankreich hat um 2200 Tonnen und Deutschland über 3000 Tonnen. Also ich finde 800 Tonnen Unterschied schon einiges. Das sind fast 25%. Ja, das sind 25%. Was passiert eigentlich, wenn man kein Öl mehr hat? Gehen dann die Reaktoren einfach aus? Ja. Teils. Irgendwie stellt sich das auch die ganze Zeit bei mir um. Von Öl auf Kohle und dann wieder von Kohle auf Öl. Ich verstehe auch nicht, wieso. Also ich rüste um, aber jetzt ist beides im Minus. Ja, das ist natürlich nicht so geil. Du musst ja halt mehr organisieren. Oder erneuerbare Energien benutzen. Ja, soweit ist er noch nicht. Du willst... Was ein Schnäppchen. Gut, dass wir KIs haben. Ja, die wollten mir gerade 20 Öl abkaufen, aber ich brauche das Öl selber. Für 82 Öl nur 64 Münzen. Nehme ich. Aluminium. Ah, ich kaufe mir jetzt erstmal alles bei euch.
Ich habe auch mal ein bisschen Öl importiert. Eigentlich wäre es doch auch, oder müssten die Händler nicht eigentlich auch die Ressourcen transportieren, sodass, wenn du die Händler plünderst, du auch deine strategischen Ressourcen nicht mehr kriegst? So spielmechanisch? Nein. Du baust ja eigentlich in deinen Städten ab. Ja, ich meine jetzt, wenn ich mir jetzt die von einem anderen Spieler hole, dann müssten die doch eigentlich, was nicht der Fall ist, spielmechanisch, wenn du den Händler überfällst, auch die Ressourcen. Nö, die sind ja sofort bei dir gut geschrieben. Du bezahlst ja nicht 20 Öl pro Runde oder so, sondern einfach einmalig 20 Öl. Akta überlegt, was ihr noch hier macht. Hey, in 11 Runden verfügt Gandalf auch über Uran. Was? Wie? Na, die Stadt, die Puf da gegründet hatte, die war ja nur wegen dem Uran da. Ja, die wird wohl irgendwann demnächst vielleicht bald mal überlaufen. Ich habe einen Schuss gehört. Bei dir? Ich habe hier irgendwo einen Schuss gehört gerade. Ja, also, das hier ist Duisburg. Draußen höre ich ständig Schüsse. Das ist besorgniserregend. Oder sollte es zumindest sein? Ist bei ihm normal. Ach so, ja, auf unserem Kontinent gab es kein einziges Weltwunder, ne? Ach doch. Naturwunder meinst du? Naturwunder, doch, ja. Du hast genau daneben gesiedelt. Ja, stimmt. Das war hier. Ja, das war mein anderes Spiel. Da wollte ich eigentlich hin. Naja. Ja, dann schubst ihn da weg. Nee. Nachdem wir. Das habe ich ja letztens versucht. Und er ist gescheitert? Ja. Weil ihr den mit so Geld voll gedröhnt habt. Probier's halt nochmal. Nein. Puff, hat sich diese Stadt verdient. Naja, eigentlich nicht, aber. Erkämpft. Ich hab mir alles verdient. Hm, ich habe mir einen kanadischen Spion gefangen genommen. Was? Ich habe einen arabischen Spion getötet. Ich wollte jetzt keine ethnischen Gruppe zuweisen, aber das Spiel hat gesagt, er ist arabisch. Der Unterschied beim Töten und Gefangennehmen ist aber immerhin, beim Gefangennehmen, ich kann jetzt einfach sagen, Kanada kriegt den nie wieder. Dann kann die da noch keinen neuen bauen. Das ist korrekt. Nach dem Töten kannst du einfach einen neuen bauen. Kann man die entlassen? Nee. Du musst die asozial. Du musst den jetzt bei mir freikaufen. Nee. Du glaubst nur, dass er den gefangen ist. In Wirklichkeit spioniert er weiter. Mhm. Nee. In der Gefängniszelle, wie er da rauskommt. Der wird gleich zum Doppelspion. Aber du kriegst den wieder und dann spioniert er die Schuss. Oha. Ich habe einfach mal direkt ein Wunder fertig gebaut. Panama-Kanal ist gebaut. Hast du so einen Ingenieur benutzt? Ja, eigentlich total für den Arsch da oben, aber ich dachte, ich baue mal eins, damit ich wenigstens eins. Den habe ich in meinem anderen Spiel gebaut, aus Langeweile. Ja. Ich baue den tatsächlich ziemlich häufig, wenn ich irgendwie was verbinden will, aber das mit dem Verbinden hat sich durch unsere Klimalage hier schon geregelt von alleine. Was macht der überhaupt? Du kannst halt da durchfahren mit den Schiffen. Ja, und das Ding gibt gut Geld. Genau, wenn du Handelswege da durchlaufen hast. Da habe ich den ja echt für den Arsch gebaut. Gibt das Ding nicht selber auch nochmal so 10? Ach, da hast du den gebaut. Ja, da oben. Wieso kannst du das sehen? Ach, bist du... Er hat Satellitenaufklärung. Mhm. Er sieht alles. Nein, also Satellitenaufklärung ist du, ja nicht... Du siehst zwar alles, aber du hast halt trotzdem Kriegsnebel. Also du siehst keine Einheit. Richtig. So bin ich plötzlich mit
33 im Minus. War und der Panamana-Kanal sieht man so oder so, egal ob Kriegsnebel ist oder nicht. Ich war gerade 200 im Plus. Dann guck mal, wo dein Geld hin ist. Ja, vielleicht hast du irgendwelche Vereinbarungen, die jetzt ausgelaufen sind. Nee, die Wirtschaftsallianz. Hast du den Leuten pro Runde Geld gegeben für das Öl? Anscheinend schon. Ups. Wer war schuld? Hast du dich ausgenommen? Ich habe überhaupt nichts gemacht. Er dachte, er nimmt die Bots aus, aber die Bots haben ihn ausgenommen. Ich habe ihn nur einmalig Geld abgenommen. Du bist ja auch kein Bot. Tja, ich war ja auch nett. Du hast ja auch ein Gewissen, nicht so wie ein Bot. Oder Pascal. Ich habe auch ein Gewissen. Hör auf, mich immer so runterzuspielen. Nein. Ich bin immer lieb. Ich habe dem einen Bot auch 90 Gold die Runde gegeben für ein bisschen Öl. Aber es tut mir halt nicht weh. Ich will Luxusressourcen, ein bisschen. Ich habe welche. Ich habe keine mehr doppelt. Warum? Weil du mehr Städte hast. Die werden ja auf deine Städte aufgeteilt. Ja, aber gerade hatte ich von einem doppelt. Jetzt wohl nicht mehr. Moment, möchte ich die Produktion vielleicht umändern? Ne, das bleibt. Das bleibt auch. Ist okay. Was kann man mit 1000 diplomatischer Gunst so erreichen? Diplomatiepunkte sammeln. Und nicht Hauptmann geben. Ja, sonst gewinnt er noch Hauptmann? Ganz schleichend. Ja, der möchte den Diplomatiesieg sonst machen. Den ich immer aus Versehen mache. Ja, aus Versehen. Ja, das passiert echt schneller, als du gucken willst, aus Versehen. Ja. Wer ist denn überhaupt Hauptmann? Der Krieger, der blaue, der dunkelblaue mit den grünen Punkten. Wieso nennt ihr ihn Hauptmann? Das ist sein früherer Nick. Ich früher Hauptmann gehießen habe. Aber dann sind wenigstens vier Nationen im Rennen, wenn ich ihm die Diplomatiepunkte gebe. Nicht unbedingt. Du kannst da auch downvoten. Was ist denn jetzt passiert? Hat Puff gerade Weltkrieg ausgelöst. Echt jetzt? Ich weiß nicht, welche wen. Nein, oh, aber die alle. Hat Puff den Krieg erklärt. Ey, wieso nimmst du die? Warum hat Gabba Gandalf mir Krieg erklärt? Nee, ich glaube, die KI hat dir Krieg erklärt. Nicht und du bist verbündet mit der. Ja, ja, deshalb explodiert das gerade. Alles gut. Friede, Friede sei mit dir. Als ob ich dich angreifen würde. Krieg? Gegen wen? Wieso? Ja, welche KI hat die? Ach, du hast der KI, war? Weil bei mir stand auch, dass Gandalf den Krieg erklärt hat. Eine KI müsste den Krieg erklärt haben. Das finde ich sehr realistisch, dass er es war. Okay, also doch, Pascal. Ja, oder Pascal wollte da einfach die Dings, die Phönizier erobern. Aber du wirst ja eigentlich nur mit reingezogen, wenn du eine Militärallianz hast. Phönizianischer Wein? Ja, ich das schon. Mies. Na, immer dieser Stress. Führt dir jetzt richtigen Krieg. Ist denn kein richtiger Krieg? Ja, eher so eine Kriegserklärung und dann guckt man sich gegenseitig an. Ach so. Also kalter Krieg. So, meine Nase juckt schon wieder. Bei Tyrus, die Leute haben erobern. Mein Gott. Gesundheit. Danke. Und guckt mich auch direkt an.
Ich habe gestern auch irgendwie beim Spieleabend ganz viel genossen, wo es dann schon hieß, bist du vielleicht krank? So, nee, irgendwie juckt meine Nase von innen. Das kann man falsch verstehen. Uran! Ja, du hast Uran, ich weiß. Ich hab Uran? Ja. Ich kann Uran noch nicht mehr. Wo habe ich denn Uran? Das musst du selber rausfinden. Kannst du doch suchen mit SDGF. Ah. Oder mit der Lupe und links kannst du die Ressource eingeben. Ja, Uran. Aber er kennt die, er kennt's ja noch nicht. Ach so. Ich hab's noch nicht gefunden. Ich hab's noch nicht erforscht. Ich kann dann zwar Atomwaffen bauen, aber ich hab noch kein Uran. Ja, das hört sich auch an wie die richtige Reihenfolge. Ich brauch 100 Runden für den scheiß Raumhafen. Was? Was hast du denn für eine schlechte Stadt? Ich hab nur Scheißstädte. Bei der Stadt hier brauche ich... Okay, in der Stadt brauche ich immer noch 28 Runden. Und das ist meine beste. Ja. Ja. Mit Raumfahrt wird's wohl nichts. Aber immerhin können wir bestimmt noch ein paar Atombomben werfen. Ich kann dir gerne eine schenken, wenn du möchtest. Gezündet oder sicher verwahrt? Aggressiv auf deine Stadt fliegend. Das nennt sich Feldtest. Ah, ich fang's ganz gut. Genau, wir machen einen Test in Kanada, ob die auch wirklich funktionieren. Aber nur, wenn wir euch im Gegenzug auch eine schenken dürfen. Naja, also, du hast mich denunziert, nicht ich dich. Ach, Portugal! Ja, naja, wir waren etwas gekränkt, nachdem ihr unsere 17 oder bestimmt 10 Freundschaftsanfragen nicht annehmen wolltet. Ja, weil ich andere Sachen zu tun hatte. Eine Freundschaftsanfrage kostet euch doch nichts. Aber Zeit. Und Zeit ist Geld. Also, wir warten fast die ganze Zeit nur darauf, dass einer zu Ende wird. Zeit haben wir genug. Würde ich mal meinen. Aha. Oder nicht? Nö. Hat man nie genug. Du bist Portugal. Du hast sowohl Zeit als auch Geld. Ich hatte nur Geld, aber keine Zeit. Zeit ist Geld. Irgendjemand drückt mich nicht auf weiter. Ja, ich habe gerade viele Sachen auf einmal zu erledigen. Lass dir Zeit. Ihm wurde ja der Krieg erklärt. Wir gehen mal kurz auf. Richtig. Krieg dauert immer ein bisschen. Hast du den nicht selber erklärt? Ja. Keine Sorge, bald gibt es niemanden mehr darüber, der darüber berichten kann. Wer hier vielleicht wen den Krieg erklärt hat, lass uns doch ruhig bleiben. Es ist doch egal. Wer oder was hier ins Messer gefallen ist. Wer hier vielleicht wem in die Titten getreten hat. Was haben wir denn diesmal? Einen Sküten haben wir eingefangen. Das ist KI. Es ist offensichtlich. Ja, ich weiß. Warum fängt Portugal so viel? Ja, weil ich meine Spione sehr hoch Gegenspionage können. Ja, aber geh mit deinem Dude wieder nach Hause. Wieso kann ich das da nicht bauen? Weil du es nicht darfst. Ja, aber warum? Chat unterhält sich die ganze Zeit über Finanzkrise. Nö, aus der bin ich raus. Wir sind ja nicht so wie die anderen Regierung. Was? Wer? Wo? Weiß ich nicht, ich krieg da nicht so viel mit. Shadow, hast du es eigentlich mitbekommen, dass Pascal daneben dir den einen gerade komplett einnimmt? Finde ich in Ordnung. Also die Stadt ist nicht unbedingt, die wollte ich eigentlich haben. Also Shadow ist mein Wirtschaftsallianzpartner und ich denke mal, wenn der mit mir das auflöst, wird der noch mehr im Minus rutschen. Nö. So, dann macht er einen Abgang.
Doch, weil du jetzt ganz schön ins Plus kommen wirst, weil ich gerade alle meine Händler zu dir geschickt habe. Ach, deshalb bin ich im Plus. Außerdem bin ich nicht da. Das heißt ja auf gut Deutsch, wenn er dir den Krieg erklären würde, würdest du wirtschaftlich in den Ruin rutschen. Nee, würde er ja, auch, weil er hat, so er hat ja eine schlechtere Finanzierung als ich. Ich kann das auffangen. Ja, aber du kriegst gar nicht so viel Geld durch ausländische Händler. Also wir sagen jetzt mal so, wir sind verbündet mit Brasilien. Wir werden Brasilien nicht den Krieg erklären. Und die Grenzstreitigkeiten, da stehen wir drüber. Okay. Richtig. Ich wollte es nur gesagt haben, ne? Ich bin eh mit den Alliiert. Es dauert noch knapp. Ja, genauso wie die Brasilien der größte Umweltschund ist. Das liegt daran, weil es so viele sind. Ich bin ja nicht so schlimm. Also wenn ich mir angucke, bin ich vergleichsweise gegen Kanada ja auch nicht mehr so der Umweltverschmutzer. Ich bin eigentlich auch kein Umweltverschmutzer. Mhm. Wir wären jetzt alle tot, wenn wir im Apokalypse-Modus spielen würden. Tun wir aber nicht. Korrekt. Und die Leute, die halb abgesoffen sind, die sind ja quasi schon weg. Irgendwas stimmt mit Hasi nicht, ey. Mit wem? Meinem Hund. Oh! Puff, es wäre sehr nett, wenn ich diese Stadt haben kann durch Rebellion. Hihi. Ich glaube nicht, dass sie rebellieren wird gleich. Ach, Männer. Ich kann mir jetzt nicht mal mehr den anderen Nachbarn holen, weil ich das ganze Militär auflösen musste. Naja, müssen tust du es nicht. Was muss ich nicht? Militär auflösen. Habe ich doch schon. Sonst wäre ich wirklich bankrott gewesen. Das ist aber nicht unser Problem. Sagt ja auch keiner. Mhm, hier fahren brasilianische Panzerkorps in meine Richtung. Auf welchem Planeten? In deiner trockenen Stadt. Also auf diesem Planeten. Weil ich fahre hier nirgendwo jemand entgegen. Naja. Mit Versorgungskonvoi und so. Wieso kann ich eigentlich das Gebiet von Blau komplett sehen, aber nicht von Brasilien? Wegen seinem Effekt. Du Nase. Und das geht nur, weil du meinen Bonus meiner Nation hast. Ach. Ups, sorry. Nicht so schlimm. Ich muss ja sagen, Berufsgebiet finde ich viel spannender. Inwiefern? Was da so abgeht? Hier geht gar nichts ab in meinem Gebiet. Das sehe ich anders. Ich bezahle allein schon fast 200 Gold die Runde nur an meine Luftabwehreinheiten. Wie viel für die Städte? Nur 170. Ich liege da auch bei über 200. Fürchtet sich da jemand? Nee, ich weiß ja, dass Puff schon Bomben gebaut hat. Deswegen mit Furcht hat das nichts zu tun. Das sind alles Vorsichtsmaßnahmen. Mir ist es tatsächlich egal, wo die Atombombe landet. Hauptsache, sie landet. Man muss doch keine Atombombe einsetzen. Thermonukleare Waffe ist mir natürlich lieber. Davon habe ich tatsächlich welche.
Ich kann dir gerne eine schicken. Und was bringt dir das? Dass du in die Luft fliegst. Deine Wirtschaft explodiert. Deine Wirtschaft verabschiedet sich dann auf jeden Fall. Und nicht nur da deine, sondern auch die von deinem Handelspartner. Ach. Ihr bemesst das einfach viel zu hoch. Und die Stadt wird sich vielleicht dann auch komplett verabschieden. Das ist wahrscheinlich. Ich weiß nicht, ich kaufe überall an Luxusressourcen und die Annehmlichkeit ist einfach am Arsch. Überall. Kauf keine und hab überall Plus. Hast du denn einen Unterhaltungsbezirk oder einen Wasserpark? Ich habe überall, glaube ich, einen Unterhaltungsbezirk. Nee, da nicht. Da habe ich einen. Scheiße. Da auch nicht. Ja, abgesehen von zwei Städten habe ich überall welche. Ach, jetzt weiß ich, welche Einheit du gemeint hast. Wen meinst du? Nee, weil er meinte, dass Panzer in die Nähe kommen. Aber das sind die, die nach Norden fahren. Ich habe halt überall Schiffe, deswegen sehe ich, was auf dem Wasser passiert. Und was ich halt mega geil finde bei Portugal, ist halt, dass du eine Reichweite Sicht mehr hast. Für Wassereinheiten? Nee, allgemein. Alle Einheiten haben eine Sicht mehr. Ah, okay. Oh, da hat mir tatsächlich ein feindlicher Spion die Raketentechnik gestibitzt. Was bringt das? Na, die Technologie, also ein Teil davon. Also, ich weiß nicht. Ist wie ein Heurika. Achso. Das muss ich mir eigentlich holen. Erstmal geile Globalisierung holen. Was macht der denn da? Also jetzt wird es ja langsam lächerlich mit den ganzen Spionen. Wie viele hassen du schon? Also, ich werde hier jede Runde gefühlt ausspioniert. So sagen sie dich nur beklauen? Ja, Technologien und so muss man nicht unbedingt abgeben wollen, ne? Nö. Habe ich mir ja selber erarbeitet. Geiz ist geil. Und warum stehst du neben mir und guckst mich wieder so dämlich an?
Hier steht einfach eine Barbareneinheit. Was, die leben noch? Ja, irgendwie, ja, ja, aber die eine Stadt kannst du irgendwie auch nicht halten. In der Weise immer so ein Barbaren. Alles gut. Oh, uns kann, glaube ich, keins mehr entstehen. Dafür sehen wir es alles. Und du musst mich gar nicht so angucken. Du hast schon für heute deine Ration gehabt. Oh, wenn der Mapuche das nicht ändert, kriege ich gleich eine Stadt von ihm geschenkt. Sogar die mit dem Uran. Mein Hund guckt mich schon wieder an, als wenn ich was Böses gegen ihn wollen würde. Shadow, bist du noch da? Ja, bin ich. Warum? Was ist los? Ja, weil du das den Timer durchlaufen lässt. Oh, Entschuldigung. Hm. Sorry, ich war einfach abgelenkt und da war einfach nichts mehr gedrückt. Das gibt's doch nicht. Ich kaufe so viel Luxusressourcen und trotzdem habe ich irgendwie danach immer weniger als davor. Wieso so still? Weil alle ihre Sachen am Machen sind. Richtig, damit wir schnell fertig sind mit unserer Runde. Also ich kann mich auch nebenbei unterhalten, aber ich wüsste nicht über was.
Bei mir regnet es und bei euch. Ja, hier auch. Keine Ahnung. Und ich habe kalte Füße. Habe ich auch. Ich nicht. Ich auch nicht. Ich muss noch meine Schlucken gleich anziehen. Ich trage eine geniale Erfindung namens Socken. Karl hat aber fast unendlich viele Zeitalterpunkte. Das ist ja übertrieben. Wer hat was? Pascal. Vor allem unendlich ist keine Zahl. Vor allem, ich verstehe nicht, wie hast du das gemacht? Du hast ja zu Beginn, wenn ich das richtig gesehen habe, nur mit den Zeitalterpunkten, beziehungsweise mit diesen Zeitaltern, die Forschung vorangetrieben. Oder war das bei der letzten Runde? Na, durch Zeitalter kriegst du nicht die Forschung vor. Nee, aber ich weiß nicht, was du meinst. Ja, mit Heurikas macht es viel aus. Ja, du guckst da halt viel drauf. Also ich guck darauf relativ viel auf die Heurikas. Ich nicht. Okay, ich gar nicht. Dass ich vielleicht, sag ich mal, etwas auslösen kann, was relativ einfach zu erreichen ist. Oder du zum Beispiel nur die Hälfte der Zeit etwas erforschst oder den Rest mit dem Heurika machst ein paar Runden später. Das mache ich auch manchmal, aber nur wenn ich weiß, dass ich das auch wirklich mache. Das ist also dein Geheimnis. Kein Geheimnis. Das kann doch jeder so machen. Ich glaube, ich habe das in den nächsten 5 Runden schon wieder vergessen. Das kann sein. Sag mal, Kabul ist doch eigentlich ein Stadtstaat gewesen, ne? Ja. Ja, war's. Den habe ich aber Frieden. Jetzt mal so rein hypothetisch, wenn ich da jetzt hochfahre mit ein paar Schiffen und Einheiten und den einfach wieder frei mache, wäre doch bestimmt kein Problem, oder? Doch, schon. Ja, aber nur für dich. Ist ja dann nur dein Problem. Die wollen ja nicht. Die wollen ja nicht. Die wollen nicht frei sein. Die sind doch frei. China redet über Taiwan, ey. 1:1 O-Ton. Quatsch. Kabul ist doch keine sich selbst unabhängig erklärte Provinz von uns. Die haben gesagt, ey, Kanada, ihr seid geil, können wir mitmachen. Ich glaub nicht, dass sie das gemacht haben. Naja, du warst ja auch nicht dabei. Du warst ja drüben. Du warst ja auch nicht dabei. Ich muss ja auch nicht dabei gewesen sein, um dir zu sagen, dass es nicht so war. Aha, wird hier jetzt Propaganda betrieben. Er schwört einfach. Nee, einfach nur die Wahrheit. Eure Wahrheit. Propaganda. Eure Wahrheit. Kümmer dich doch lieber um Proof. Oder um, keine Ahnung, Arabien. Wieso denn jetzt auf mich? Wir sind doch ein Krieg. Ich gehe ja gar nicht auf dich. Ich will nur den Stadtstaat vielleicht freimachen. Um mir noch einen Sozialbonus zu holen. Wie kriegerisch von euch. Das ist gar nicht kriegerisch. Du kannst ihn auch freiwillig freigeben. Ich kann den abgeben? Ja, wenn du dem jemanden gibst, dann kann er den wieder freigeben. Hä? Der kann ihn doch einfach selbst freigeben. Ne, das geht, glaube ich, nicht. Ach so, ja, das meinst jetzt. Du. Boah, ey. Hey, guck mal, die Allianzstufe ist gestiegen. Mhm. Letzte Runde schon. Ich hab Uran! Ja, haben wir doch gesagt. Schon geforscht, oder? Ja, ich hab Uran. Und wie es aussieht, ganz schön viel. Nö. Ein Vorkommen halt. Naja, aber ich sag jetzt mal nicht, wie viel ich pro Runde krieg. Wo ist denn mein Vorkommen? Wahrscheinlich unter einer Stadt oder Bezirk. Wir sind nicht drei, es sei nur einen anderen Boni dafür. Nö, ich hab hier jetzt stehen Uran plus X durch Modernisierung. Ja,
Dann hast du einen Bonus. Wenn du mehr als 3 hast, hast du einen Bonus, richtig. Und wo kommt der her? Ja, irgendwo her, also. Ja, aber warum habe ich den Bonus? Ich habe da keine Technologie oder keine große Persönlichkeit, die das gemacht hat. Also Profi, ich habe das Gefühl, du zerstörst die da gerade alle, aber erhalten kannst du es nicht. Das sieht anders aus. Ganz cool. Ja, er verliert doch gerade gerne. Naja, er muss ja auch nur die eine Stadt halten. Dann erobert er alle anderen und die werden abtrünnig und gehören dann wieder ihm, weil er halt der Einzige mit einer Grenzstadt ist. Oder nicht? Da hat jemand eine Biosphäre gebaut. Was soll das sein? Was soll was sein? Das macht deine erneuerbaren Energie, glaube ich, besser. Naja. Ja, dadurch haben die einen doppelten Output. Wollte ich auch haben, aber 28 Runden waren mir zu lang. Ja, weil du keine Stadt mit Produktion hast. Doch, habe ich eine. Mit 60 Produktion. Ja, da siehst du den Fehler. Und 60 ist nicht viel. 49, 27, 47, 30. 60 sind eher meine schlechteren. 42, 42. Ja, die neue Oma guckt mich doch jetzt nicht 40, an. 30, 30, die anderen 60, 70, 90. Das ist das Problem, wenn man mit random Zivilisationen spielt, die man noch nie vorher gespielt hat. Glaubst du, ich habe meine Zivilisation schon mal vorher gespielt? Ich weiß nicht, was du spielst. Ja, wahrscheinlich. Nö. Ich bin aber auch jemand, der muss sich erst an diese Dinge gewöhnen. Ich bin da nicht so flexibel. Weil ich meist halt schon von Anfang an mit einer Strategie in die Runde reingehe und die will ich dann auf Biegen und Brechen verfolgen. Ja, aber Civ ist kein Spiel, wo du mit einer Strategie reingehst. Und eben, deshalb bin ich auch nicht so gut. Du, ja. Gehst mit, du kannst mit einer Richtung reingehen, aber nicht mit einer komplett festen Strategie. Ich wollte halt forschungstechnisch. Das will ich eigentlich immer. Und deshalb bin ich von Anfang an direkt auf Forschung gegangen. Deshalb konnte ich zeitweilig mit Proof aufholen. Und jetzt muss ich halt den ganzen Rest nachholen. So, der ist das. Was ist los, Hund? Willst du auf meinen Schoß oder willst du mich nur angucken? Eine Sache kann ich dir erlauben. Ach, ich habe Zero Gamer den Stadtstaat da unten weggenommen. Ich dachte, das wäre. Nee, weggenommen gehabt. Ach so! Ja, Und wenn du dir den holst, hole ich mir den halt bei dir. Jetzt ergibt es auch Sinn, weshalb du auf mich gehst. Ich wusste nicht, dass das deiner ist. Ich kann eure Stimmen nicht zuordnen. Und ständig im Discord nachzugucken, wer da gerade redet, ist anstrengend. Hallo, deswegen ich bin Zero Gamer. Du solltest mir Krieg erklären. Ja. Wie wär's, wenn du dir den einfach zurückholst? Kann ich gerade nicht. Du hast doch die... Von wem ist denn die... Du hast doch da die, wie heißt denn die da? Ja, die sitzt doch schon da drin. Armani. Ja, die sitzt doch da schon drin. Ja, dann mach doch meine Gesandten weg. Hä, ich kann den Gesandten nicht wegmachen. Ach, muss man das mit einem Spion machen? Nee, jetzt man kann die nur, du kannst nur mehr Gesandten haben als die anderen, aber wegmachen kannst du die nie.
Außer mit einer. Doch, das ging doch irgendwie. Es gibt eine große Persönlichkeit, die das kann. Die habe ich schon benutzt. Ich habe im Mogadischu habe ich die Gesandten einmal rausgeschmissen von den anderen. Gibt es nicht so eine Spionageoption? Nee. Okay, das ist komisch. Ja, deswegen mache ich halt Kabul frei. Es wäre mies, weil das echt einer meiner wenigen funktionierenden Städte ist. Ich kann nichts dafür, dass du mir die Stadtstadt gestibitzt hast. Ich wusste nicht, dass das deiner ist. Das kann man nachschauen. Ach, Arkta ist wieder der Schnellste. Ja, Politik dauert immer. Hol dir doch einfach ich nenne ihn jetzt einfach mal Nazgul zurück. Ja, das ist doch der, den du mir weggenommen hast. Ja, eben. Greif den an, der hat kein Militär und dann kannst du ihn integrieren. Ja, ich will aber nicht, dass da die Hälfte der Leute stirbt. Ach ja, und dann greifst du lieber eine Stadt mit 21 Bevölkerung an. Ja, gehört ja gerade niemanden. Leg dich mal hin, du haarenes Vieh. Hä? Nicht du, der Hund. Nee, ich Du müsstest doch viel mehr Gesandten machen als ich. Nee. Tatsächlich nicht, nein. Na gut. Wir sind Pazifisten. Wenn ihr einen friedlichen Stadtstaat angreifen wollt, der sich integriert hat, macht, was ihr wollt. Mach ich ja gar nicht. Noch nicht. Ihr seid verwirrend, Portugal. Warum? Einerseits sagt ihr, ihr wollt den Stadtstaat befreien und andererseits heißt es dann wieder, machen wir nicht. Ja, ich greife ja auch keinen Friedlichen an. Wir sind doch friedlich. Aber die Kanadier haben mich denunziert. Ihr uns doch auch. Damit wären wir doch rein mathematisch quitt. Außerdem haben wir euch danach eine Delegation geschickt, die nicht ganz billig war. Das sind 25 Gold. 50. Nein, Botschaft. Das ist eine Botschaft. Meine ich ja. Ist mir eigentlich egal. Ach so. Wie viele sind noch dabei, die angezeigt werden oben links? Wir sind immer noch 5. Wenn ein Reich ein anderes Reich erobert, gehen dann die Ressourcen vom ursprünglichen Reich verloren? Du meinst die du schon abgebaut hast, die da oben stehen? Ja. Oder was? Nee, ja, die sind einfach weg. Ah ja, okay. Ich finde es übrigens nicht in Ordnung, dass Puff hier jetzt so viele Städte erobert. Denn unternimm doch dagegen. Gegen ihn.
Was ist denn jetzt nach der Artillerie? Was ist was? Raketenwerfer. Raketenartillerie, oder? Ja, Raketen. Ups. Habt ihr alle schon gegessen? Nein. Doch. Also ich. Hast du nicht gesagt, du hast noch geschlafen? Ja, und dann habe ich gesagt, ich bin kurz weg. Und dann hast du gegessen, ja. In dem Moment habe ich mir schnell was auf den Teller gehauen, bin dann zurückgekommen und habe nebenbei gegessen, während ich das Spiel anhatte. Muss ich so machen erstmal. Was brauche ich noch? Das lassen wir auch so stehen. So, fertig. Friedliche freiwillig in Kanada. Das sage ich doch. Heißt ja nichts. Also, ich dachte, wenn wir jetzt nur noch 5 Leute sind, dann gehen die Runden eigentlich schon schneller, solange gerade kein Krieg herrscht. Ne? Mit Arkta. Was machst du denn so langsam mal? Truppen verschieben. Den anderen auf die Nerven gehen. Also wenn du dir die Militärstärke da oben anschaust, Arkta hat irgendwie 430. Wie soll der so lange brauchen? Das sind keine Ahnung, 4-5 Einheiten. Er überlegt, was er in den Städten bauen kann. Vielleicht sind es auch einfach sehr alte Einheiten. Wer sind die, du? Ach die, nee. Puff hat wieder Weltfrieden verhandelt. Das ist korrekt. Warum? Außer mit dem er am Krieg führen ist. Eigentlich hat sich hier was eingestellt.
Boah, die Karte ist schon richtig krass. 2 Produktionen und 5 Gold durch alle Handelswege. Aber wie kommt man mit Portugal eigentlich auf 5.000 Einkommen? Ja, geht halt. Du musst ja richtig viele Städte haben. Nein. Ja, jetzt gerade habe ich ja nicht so viel Einkommen. Er kriegt halt richtig viele Boni. Nee. Das ist ja auch der Grund, warum Portugal manchmal verboten wird. Ja, ich finde, das ist eine schlimmere Nation als Portugal. Seit langem war doch das Schlimmste irgendwie Russland, oder? Wieso Russland? Weil du da irgendwie alles mit einer Stadt machen konntest. Irgendwie gab es da nochmal einen Bug oder Chinese. So. Ja, aber der Bug ist mittlerweile gefixt. Das ging vor 3 Jahren oder so. Da hattest du halt ein Tundrafeld, konntest du so eine Religion gründen und dann konntest du das immer wieder machen, hattest halt unendlich viele Religionspunkt und konntest dir damit die großen Persönlichkeiten kaufen. Oh, guck mal, ich hätte gegen den Kanadier sogar ein Causus Belli. Ein was? Ein Kriegsgrund. Genau. Er hat mich auch denunziert. Ich habe gegen alle einen Casus Belli. Außer gegen mich. Nee, gegen dich auch. Wieso denn gegen mich? Goldenes Zeitalter. Verschiedene Gründe. Du kannst einen Casus Belli im... Gibt's dafür nicht einen Goldzeitalterkrieg erklären? Also, aber du kannst mir das. Es gibt eine Verbesserung, nicht Verbesserung, aber du kannst ja auswählen, dass du kriegerisch orientiert sein willst. Und da ich ja auch nicht im Goldenen bin, sondern im Heldenzeitalter, weil ich ja ein dunkles Zeitalter hatte, kann ich nämlich alles Mögliche, kannst nämlich 3 Sachen auswählen. Und deshalb habe ich das mit den kriegerischen Geschichten auch mit dazu genommen. Weil eine Sache davon finde ich ziemlich nutzlos. Oh, wie sehr ich mich darauf freue, dass ich die ganzen Vereinbarungen los bin. Komm, erst gleich Kanada der Krieg mit allen führt? Nee. Wieso sollte ich Krieg führen? Ja, weil du gerade gesagt hast, du bist froh, dass du die Vereinbarung los bist. Nee, bin ich noch nicht. Ich sagte, wenn. Ach so. Du.
Da möchte jemand aber wirklich, dass es Krieg gibt. Mhm. Ich habe was anderes gewählt. Ah, nee, die Bots. Die Bots haben alle auf Gold gemacht. Richtig. Ja, Demokratie, komm. Ich könnte jetzt Kommunist sein. Können die denn? Oha. Nehme ich. Das hat ja... Okay, das hat meine... Oha! Oha, was? Bei euch auf dem Kontinent, da knallt's aber. Warum? 600 Forschung. Muss man noch mehr sagen? Der Puff hat doch gerade auch locker 150 nur durch drei Städte erobern gemacht. Heidewitzka. Ja, na, jetzt bin ich mit meiner Forschung wenigstens nicht mehr ganz so weit hinten. Muu! Ich finde die Religion witzig. Wenigstens einer hat Spaß dran. Jupp. So, jetzt wollen wir doch mal gucken. Warum bleibt das Problem, dass die Städte trotzdem total im Arsch sind? Die, die du erobert hast? Ja. Ja, die Dinge sind erstmal komplett kaputt, die musst du erstmal komplett reparieren, wenn du die eroberst. Naja, wenn du nicht plünderst, musst du ja eigentlich nur die Mauer reparieren, oder nicht? Nein. Auch die ganzen Stadtzentrumgebäude, also ja. Sowas wie Monument und so.
Und die Gebäude, die drin sind, sind danach meistens entweder auch beschädigt oder teilweise sogar kaputt, komplett. Ja, weil meine Leute nicht aufgepasst haben. Ja, weil deine Leute halt reingegangen sind ohne Ende. Ja, es sind wie unwiederbringbare historische... Oh, jetzt ist kaputt. Meine Bombe dahin, meine Bombe dahin, macht schon keinen Unterschied. Kollateralschaden. Ja, das Größte. Ja, du bist ja auch mit deiner Raketenartillerie da hingegangen. Kein Wunder, dass da alles kaputt ist. Herr Arctor, weil mein einer Militärpionier nichts zu tun hat, hat er gleich eine Eisenbahn bis nach Kyoto gezogen von mir aus. Die Dinger kannst du auch bei mir durchziehen? Ja, siehst du doch. Ich finde aber diese Strecke da sehr interessant mit dem Flussanbindung. Ja, die fahren da ein bisschen im Kreis oder so. Ja, von Eisenbahn auf Straße und dann wieder aufschieben. Ein bisschen wie etwas da durchgezogen wird. Der falsche Stoff. Wo ist mein Glütchen? Wo ist... Und der Hacker. Ganz ruhig, Hund. Die guten alten Feldkanonen, wer kennt sie nicht aus dem Museum? Ja, Feldkanonen, das war noch eine gute alte Zeit. Mal ein bisschen Einheitenunterhalt reduzieren, ne? Ja. Das sind ein bisschen viele Kriegserklärungen. Bisher mit Proof und Zero im Krieg. Und die ganzen Stadtstaaten untereinander. Ich habe halt einen Befreiungskrieg erklärt. Ja, okay. Sind die meisten auf deiner oder auf der anderen Seite?
Stadt starten. Ich glaube, Puff hat genauso viel wie ich, oder? Ich habe mich da nicht so viel drum gekümmert. Ich wollte halt nur die Stadt da freimachen, weil ich mag das nicht, dass Puff noch mehr Uran hat. Das ist ja kein Uran. Nein, nein. Alles Lügen. Kann ich gar nicht. Ha! Lol. Was kannst du nicht? Was? Was? Ich habe gerade ein Selbstgespräch geführt. Glaube ich. Ich glaubst du, okay. Ich weiß nicht, ob ihr mich gehört habt. Ich habe mich nicht gemutet, aber ich kann halt das Mikro ein bisschen hoch und runter schieben. Ich sagte, ich wollte Zero Gamer zitieren und habe gesagt, was interessiert uns das, dass du ein Problem mit Proofs Uranvorkommen hast. Du hast doch auch Uran. Ja, aber nicht so viel wie er dann. Ach, jetzt kommt hier der Geiz. Nee, das hat nichts mit Geiz zu tun, sondern mit Kram. Ja, der Gleichberechtigung. Gleichberechtigung. In welchem Krieg gab es denn als Resultat Gleichberechtigung? Den hat keiner gewonnen. Du. Da kommt direkt Kanada auch mit Panzern und so an. Kanada ist nicht komplett nutzlos. Wir haben eine Menge Uran, das wir den Brasilianern gerne zur Verfügung stellen. Das stimmt, Kanada hat Uran. Wir haben da sowieso keine Verwendung für. Ja, außer sterben, wenn man sich in die Nähe stellt. Das ist eine sehr gute Verwendung, ja. Ist doch keine Verwendung. Ich wollte noch was bauen. Ja. Das wissen die wenigsten. Eigentlich war Uran für Nachttischlampen vorgesehen. Dann haben sie es versucht, heller zum Leuchten zu bringen. Und dabei wurde die Atombombe entwickelt. Ja, genau so. Weil man nicht lesen konnte bei der Helligkeit. War zu schlecht für die Augen. Das ist richtig gutes Trash-Wissen, ey. Ich werde jetzt in meiner vom Krieg gebeutelten Stadt Athleten ausbilden. Das klingt auch sehr gut. Für die Weltspiele. Damit die besser den Geschossen ausweichen können, oder wieso? Die sind einfach richtig schnell unterwegs. Du kannst... ich sag nichts. Hey, mir wurde angezeigt, du hast mein eines Schiff angegriffen, aber dann hat er die Kamera zu einem anderen Schiff gezogen. Macht Sinn.
Wir wissen auch beide, dass das ziemlich buggy ist. Ich bin nur erstaunt, dass Puff noch keine Roboter hat. Hast du denn schon welche? Ganz chillig. Tja, das wüsstest du wohl gerne. Wissen ist Macht. Nur wenn du auch weißt, wie du es benutzen kannst. Es spielen Arkta, Gabaganda, Shadowhunter und Zero Gamer noch mit. Das ist Portugal und die anderen. Kanada weiß ich auch, was mein Verbündeter ist. Portugal, Kanada, die Kree und Arabien. Ich muss Wissen ja noch nicht mal einsetzen können. Wenn ich Wissen habe, kann ich es ja auch jemand anderem geben. Und das wäre ja auch eine Machtprojektion. Ja, eigentlich schon. Ist ja so wie Geld. Wieso werden eigentlich alle Kriege auf unserem Kontinent geführt? Wieso könnt ihr nicht mal da drüben? Ich glaube, das wäre ein bisschen mehr, was da rauskommt. Keine Ahnung, weil die da im anderen Kontinent, die pimmeln sich da halt an ab, schon immer. Nee, ich wollte halt nur nicht, dass Proof sich noch weiter hochboostet. Ja, und ich will, dass Arkta sich immer weiter hochboostet. Aber das war dir egal, wie groß Arkta wird. Ja, mit dem bin ich auch verbündet. Ja, siehste. Und ich bin mit Kanada verbündet. Wir stehen doch auch in gar keinem Rivalitätsverhältnis. Richtig. Oh, Kanada, deine Köpfe sind Footballschädel. Alles ich hab, mir fällt gerade auf, ich habe die Dinger nicht mal gebaut. Was hast du nicht mal gebaut? Footballs? Diese Eishockey. Doch, ja, eins habe ich gebaut. Die kannst du ja auch, glaube ich, erst ab der Moderne bauen oder so. Da bin ich doch schon längst drüber. Naja. Was heißt denn, naja? Wo sind die Moderne? Draußen. Ja, okay. Vor dem Atomzeitalter. Also, das war ich in der Vergangenheit. Welt. Du musst mal kurz erklären, was da passiert ist. Wo ist was passiert? Barbarenland, moderne Panzerabwehr, zwei in meinem Reich gespawnt. Ja. Welche Allianz ist denn zu Ende? Oh! Wieso ist Geld eigentlich nicht mit Portugal im Krieg? Die sind doch mit mir verbündet. Weil die beiden drüben abgesprochen haben auf ihrem Kontinent und die ganze Zeit schon mit Spielbeginn. Nicht das Geld. Wir sind kein militärischer Verbündeter. Nein, nicht ihr. Die KI. Ja, welche Gelb KI? Auf dem anderen Kontinent ist keine KI. Ja, das ist doch Arkta. Ja. Nee, auf unserem Kontinent. Nicht ja, Arkta. Die KI einfach nichts kann, ganz einfach. Hast du denn ein militärisches Bündnis? Ja. Ja, aber ich habe Puff den Krieg erklärt, nicht dir. Es ist, glaube ich, auch gut, dass die nicht mit im Krieg ist, weil sonst neckt er sich die noch und dann habe ich den als Nachbarn. Wir respektieren jede Kultur, aber benachbart müssen wir nicht sein. Das klingt aber nicht, als würdest du das respektieren. Naja, wir haben keinen Krieg gegen euch erklärt. Wir haben keine Ambition, euch. Was auch immer. Du hast ja sogar ein Kürassier stehen. Ja, zum Gucken.
Hörst du mich meins? Ja. Er wird einfach niedergeschossen, wenn der in Bedrohung ist. Der ist neugierig. Also das muss man, das Bild hätte ich gern gesehen. Ein Flugzeugträger gegen so ein paar Holzschiffchen. Der Flugzeugträger fährt einfach nur rüber. Ja. Nee, tatsächlich hat das Schiff überlebt. Ja. Dabei ist das eine ganze Flugzeugträgerarmee. Aber das Schiff hättest du jetzt nicht versenken müssen. Da haben wir auch noch einen Panzer, der mal Hallo sagt. Hallo! Kriegst du eigentlich noch die Ressourcen, wenn meine Einheit da drauf steht? Wie ist mit mir? Du? Er redet mit keinem von uns. Er redet einfach irgendwas, also mit irgendwem. Und irgendwie. Und irgendwo. Was macht eigentlich dieser komische kanadische Panzer hier? Will der eigentlich sterben? Der steht da. Ja, ich meine hier mitten in meinem Reich. Ich weiß nicht mal, wie der da hingekommen ist. Untersuchung. Der hat einen Schuss bekommen, war fast kaputt. Das nennst du Panzer? Hast du den aus Pappe gebaut? Ah, ich wollte gerade sagen, Spiel abgeschmiert? Nee. Hat nur geladen. Jo. Hallo? Das war Shadow. Shadow ist raus. Aber nicht aus dem Spiel. Aus dem Discord ist er raus. Ja. Ja, ja, okay, gut. Dann brauche ich ja nicht. Glaube ich jedenfalls. Da ist er wieder. Hallo, Shadow. Shadow ist nicht tot. Shadow ist keiner da. Kanada hat nicht vor zu sterben. Noch. Bis Poof sie dann doch einverleiben muss. Nein, muss ich nicht. Sagt er hier. Jetzt weiß ich aber, was er meinte. Er hat sich mit seinem Panzer nur auf mein Uranfeld gestellt und wollte wissen, ob das dann ob ich da keine Links mehr drauf habe, Zugriff. Wenn er die Mine drauf zerstört, hat er keinen Zugriff mehr drauf, ne? Naja, hat die geplündert, aber ich habe mir einfach einen Handwerker gekauft. Nächste Runde ist wieder heil oder so.
Oh, das klingt doch ganz lustig. Mein Arkta, warum sind bei mir deine... Also ich habe Rockbands gebaut und warum sind die einfach verreckt? Hatten deine Leute keinen Bock auf Musik? Keine Ahnung. Ich habe nie Rockbands bei mir gesehen. Ja, die haben da einen Gig gemacht und dann waren die weg. Falsche Mucke. Ja, woran wohl gehasst? Keine Ahnung. Was davon, Modern Talking ins Land zu bringen. Ich muss doch mal kurz... Ah. Deshalb. Deshalb ist die erneuerbare Energie weg gewesen. Bekomme Werbung für Demenz. Und, erinnerst du dich noch dran? Oder machst du dir gerade Notiz im Chat? Kannst du dich noch an die Werbung erinnern? Welche Werbung? Achso, ja gut. Die für Demenz. Für was? Wie? Aua. Oh, ich bekomme auch Uran, fällt mir gerade mal so auf. Ja, weil du doch eine Stadt da hast. Belo Horizonte steht genau auf dem Uranfeld da. Ja. Kann damit nur halt überhaupt nichts anfangen. Ich biete es gerne zum Verkauf an. Ah, ich brauch's gerade nicht, aber danke. Ich bin nur erstaunt, dass du dich nicht auf Poofs Seite gestellt hast. Ich dachte, das ist so eine Kontinentalsache. Ich bleib hier neutral, bis das Spiel vorbei ist. Ich missioniere ein bisschen durch die Gegend und das war's. Mister für die Schweiz. Oh, hier ist Schokolade, das ist nicht gut. Ich muss zum Abkratzen. Ja, den Gliedermaßstab. Guck mal her hier. Du. Ach ja, ich sag mal, ich genau. Kommt die KI an und will bei mir missen gehen, aber. Wie ich glaub, sag. Ja, von mir aus. Lass dich doch missionieren. Jo, du. Hey. Können sie ja versuchen. Während wir einen richtigen Krieg führen, machst du einen Glaubenskrieg? Nö, eigentlich nicht. Also noch nicht. Nicht wirklich jedenfalls. Oder so ähnlich. Exakt. So, Rockband befördern. Theater? Hast du. Akta, hast du Theaterplätze? Gute Frage. Ja, hab ich. Okay. Ich probier's nochmal. Ah, ich habe nicht wie viele. Ah, mal gucken. Ich werde es herausfinden.
Wo ist eigentlich der kanadische Panzer hin? Ich dachte, der wollte mir auf die Eier gehen. Oder ist der an der Raketenartillerie zerschellt? Vor allem, Puff, was wird das jetzt hier? Raketenartilleriekrieg oder was? Was erwartest du? Man kann nicht auf das Gebiet drauf. Weshalb? Weißt du doch ganz genau. Mir kann das egal sein. Du musst halt offene Grenzen fahren und dann darfst du hier auch wieder reinfahren. Die KI findet das nicht so gut. Hast du es probiert? Ja, ich hatte Krieg gegen die KI. Was soll denn da passieren? Ja, vergeben und vergessen. So weit sind die noch nicht. Okay, jetzt fehlt aber Gandalf. Kann man jemand Pause drücken, vielleicht? Haben wir das überhaupt in der KI-Runde? Ja. Stimmt, aber Gabba Gandalf ist nicht verbunden. Aber das finde ich einen guten Zeitpunkt, da machen wir nämlich einen Break und machen, gehe ich eh mit dem Hund raus. Mach das. Weil das ist leider etwas, was ich jetzt nicht verhindern kann. Ja, ist doch kein Problem.